Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Erlabach. Wir haben Regenwetter, leider. Wir versuchen das Beste noch draus zu machen, noch so viel Heu wie möglich zu retten. Hallo, jetzt Koppel ab. So, Motor an. Wir versuchen jetzt noch so viel wie möglich von dem Heu zu retten irgendwie. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch geht, aber wir versuchen es. Mal schauen, ob es klappt. Mal schauen, ob es klappt, ne? Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen, Leute. Ausklappen bitte, schnell, komm schon. Der andere ist da, perfekt. Den werden wir auch direkt brauchen. Direkt, wenn wir die Möglichkeit haben, den Ballen zu, beziehungsweise den Ballen haben, direkt packen und ab zum Hof. Direkt zum Hof. Wir werden versuchen, heute das Beste draus zu machen, Leute. Viel Heu ist es nicht mehr, wie man sieht, aber wir versuchen noch das Beste draus zu machen, Leute. Es ist nicht alles Heu geworden, wie man sieht, aber ein bisschen was ist noch zu Heu geworden. Jetzt werden wir versuchen, noch zu retten. Soweit. Schauen wir mal. Das Problem ist einfach, die Geschwindigkeit ist irgendwie hier weg. Komischerweise. Irgendwie ist die Geschwindigkeit hier weg. Aber warum ist es jetzt noch Heu geworden, Leute? Jetzt auf einmal, trotz Regen? Komisch. Trotz Regen noch, okay. Wie gesagt, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und so viel wie möglich hiervon zu verwenden. Irgendwie. Natürlich doof jetzt, ne? Ist verdammt doof. Aber okay, anders geht's nicht. Es geht nicht anders, ist halt so. Ist doof gelaufen. Verdammt gut, doof gelaufen. Ich hätte mich gefreut, wenn das natürlich so weit geklappt hätte. Aber leider ist das nicht der Fall gewesen. Ne? Leider ist das nicht der Fall gewesen, Leute. Da ist auch ein bisschen Heu draus geworden, aber nicht wirklich viel. Ne? Komm schon. Wir werden eben mal den Ballen rausschmeißen. Dann fahren wir mal eben den Ballen
zumindest schon mal holen. Dass wir den zumindest schon mal sicher haben. Oder das Heu zumindest schon mal sicher haben. Ne? Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass das noch ein bisschen was klappt. Dass uns das noch ein bisschen gönnt. Ne? Hoffen wir mal. Wollen wir mal hoffen, ne? Jetzt mal sichern hier. Hoppala. Ja, nicht so sichern. Anders sichern. Reinfahren. Jetzt komm schon, fahr rein. Jetzt hänge ich natürlich hier fest. So, ist doch mal wieder typisch. Jetzt will man es schnell da reinkriegen, jetzt hängt man fest. Muss den größeren Bogen fahren, danke sehr. Zumindest ein bisschen was an Heu noch retten, was geht, ne? Ein bisschen was an Heu retten, was geht noch. Schauen wir mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen was retten, um ein, zwei Ballen oder sowas. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Wiesen aussieht. Aber ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen Heu sein. Wieso ist jetzt der Traktor so lahm? Die Beinpresse im Eimer. Nee, können wir nicht reparieren. Wir können nichts machen. Jetzt ist es wahrscheinlich wegen dem Regen oder sowas. Keine Ahnung. Oder wegen Steigung. Obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Doch, Moment mal. Klar, der hat ja weniger Leistung, als er eigentlich bräuchte für die Beinpresse. Oha. Das heißt, wir bräuchten eigentlich den IHC. Das heißt, wir müssten eigentlich komplett wechseln. Pass auf, dann werden wir es machen. Dann werden wir es eben schnell machen. Einmal wechseln. Weil der andere hat mehr Leistung, ne? Die IHC hat mehr Leistung hier. So, einmal das, dann einmal das Gewicht runter, dann einmal die Ballenpresse dran. Und einschalten. Versuchen wir, wie gesagt, noch das Beste draus zu machen, Leute. Irgendwie. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie es auf den anderen Flächen aussieht, Leute. Wir fahren mal eben gucken.
Fahren wir eben mit der Beinpresse gucken. Aber wie man sieht, es ist nichts geworden hier. Teilweise liegt ansatzweise Heu, aber nicht viel, ne? Nicht wirklich viel. Wie sieht es auf den anderen Flächen aus hier? Feld 126. Wir haben da nichts, ne? Da. Gucken wir eben. Feld 126 oder Wiese 126, werden wir mal eben schauen. Ob wir da was sehen können, ob Heu liegt oder nicht. Hey, eigentlich nur Gras. Okay, andere Sache. Wie sieht es aus mit der Ernte? Okay, das ist okay. Wie sieht es ansonsten aus? Ansonsten haben wir nichts zum Gucken. Kann hier überall drüber hüpfen. Laufen wir über die Wiese hier von dem Nachbarn. Dann gucken wir eben schnell hier, ob wir da was sehen können. Ob da was ist. Aber wahrscheinlich auch. Ja, nee. Das meiste ist Gras, wie gesagt, ja. Schade. Hätte mich gefreut gehabt natürlich, wenn das noch geklappt hätte. Aber gut. Kann man nichts machen. Ein Bein haben wir zumindest noch rausgekriegt. An Heu. Ist zumindest schon mal etwas, ne? Ist zumindest mal etwas, Leute, ne? Sollen wir das Gras jetzt liegen lassen und versuchen zu trocknen noch am nächsten Tag? Oder sollen wir es zu Silage beinpassen? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage der Fragen, Leute. Das ist jetzt die Fragen der Fragen, Leute, ne? Die Fragen der Fragen, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben 9 Uhr. Wenn der ganze Regen auch runterkommt bis 18 Uhr, ist das ganze Gras wahrscheinlich auch noch vergammelt, ne? Bedeutet, das würde uns wahrscheinlich gar nichts mehr bringen. Heißt, ich würde hingehen und das Gras pressen. Und, dass wir zumindest da draußen noch Silage machen. Heißt natürlich, wir müssen gucken, dass wir wickeln. Bedeutet, wir brauchen natürlich die eine Maschine, die Wickler. Die werden wir jetzt holen. Dass wir auch wickeln können, ne? Die werden wir jetzt noch eben schnell holen. So. Ja, es ist auch schon relativ spät. 4 Uhr muss ich aufstehen. Ich habe jetzt aber trotzdem noch Bock aufzunehmen eigentlich. Es ist 17 Uhr, Ostberg muss ich eigentlich auch noch machen. Ja. Das ist ein Problem. Aber gut, wir könnten ja im Prinzip für morgen noch eine Wiese kaufen. Ist zwar dann nicht gedüngt, aber wir könnten dann noch eine Wiese kaufen hier zum Beispiel und diese dann auch noch mähen für Heu. Das wäre noch eine machbare Sache. Wir haben hier sowieso noch 600.000. Wir haben 600.000 Leute noch. Das heißt, das ist eigentlich kein Problem. Das ist eigentlich kein Problem, Leute. Aber trotzdem doof gelaufen, ne?
trotzdem doof gelaufen, ne? Schade. Na gut, kann man nicht ändern, ne? Kann man leider nicht ändern. Wenn es so ist, dann ist es so. Das Wetter hat nicht mitgespielt jetzt. Es hat oder restriktiert leider wirklich, wie man merkt. Und das ist natürlich nicht so wirklich fabelhaft für uns jetzt gerade. Na gut, wir kriegen Silagebahn jetzt noch zumindest etwas, ne? Zumindest etwas. Mehr wie nix. Also besser wie nix. Na gut. Dann wollen wir zumindest mal hier die Wickelmaschine noch holen. Obwohl die Folge vorbei ist. Ja, ich weiß, die Folge ist vorbei. Aber ich will die Wickel zumindest noch holen. Dass wir hier zumindest noch wickeln können, dann anschließend. Dass wir zumindest noch Silagebahn kriegen, ne? Das wäre zumindest etwas. Aber gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns wieder. Ich danke soweit fürs Zuschauen natürlich. Ich muss wie gesagt noch LS17 Newsback aufnehmen, zumindest eine Folge für morgen, dass wir das auf jeden Fall haben. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns wieder. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und sage einmal natürlich bis dahin, Servus und Tschüss.